Hey Leute, ich bin's, MacMaverick. Ja, ich freue mich. Meine Weinrebe, die ist hier schön behangen mit Weintrauben. Und jetzt ist es wichtig, dass man entsprechend das Laub richtig ausdüngt, damit genug Licht auf die Weintrauben gelangt. Ich zeige euch einmal, wann und wie ihr das genau macht. Ja, kommen wir mal dazu, warum man das macht. Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass die Weintrauben ausreichend Licht von der Sonne bekommen sollen, damit sie sich schön entwickeln, damit sie schön süßlich schmecken und auch eine gewisse Größe erreichen. Und dafür brauchen sie eben möglichst viel Sonnenlicht. Durch Entfernen der Blätter, die eben vor den Weintrauben gewachsen sind, ermöglicht man das, dass eben mehr Sonne auf die Weintrauben fällt. Ein weiterer Grund ist, dass die Pflanze von den Blättern her und auch von den Weintrauben dann zu Mehltau neigt, ja, sprich Pilzerkrankungen. Und das will man natürlich vermeiden, weil eine kranke Pflanze, die bringt nicht so viel ja, Frucht, Weintrauben hervor wie eine gesunde Pflanze. Und wie passiert dieser Mehltau bzw. Pilze? Das wird immer durch Feuchtigkeit begünstigt. Feuchtigkeit entsteht da, wo es nicht richtig abtrocknen kann. Und wenn das alles dicht bewachsen ist, ja, dann neigt die Pflanze eben dazu, schneller an Mehltau zu erkranken. Jetzt muss ich euch gestehen, ich war schon ein bisschen fleißig und habe hier schon ein paar Blätter entfernt, bevor mir die Idee mit dem Video kam, dass ich euch das ja auch zeigen kann. Hier haben wir nochmal so ein kleines Beispiel. Ja, zum Beispiel dieses Blatt hier kann ich entfernen. Das verdeckt so ein bisschen von oben herab die Weintrauben. Schon ist die hier richtig schön frei. Auch dieses Blatt hier, ja, kann ich noch entfernen. Da wird eh nichts mehr dran wachsen an Früchten. Das kann man hier auch einfach so rausbrechen. Es geht ganz einfach ab. So, und jetzt hängt die hier richtig schön frei und kriegt eben richtig viel schön Sonnenlicht. So, hier habe ich noch mal ein gutes Beispiel gefunden. Man muss also die Pflanze so angucken und auch ruhig mal die Blätter hoch machen, gucken, wo verstecken sich die Weintrauben. Und hier ist es sogar so, ja, das Blatt liegt richtig an den Weintrauben auf. Das begünstigt natürlich so eine Pilzerkrankung und so eine, ja, Sache, dass die Feuchtigkeit nicht richtig abziehen kann. Und natürlich nimmt es den Weintrauben auch Licht. Deshalb hier an der Stelle das Ganze rausbrechen. Ja, und schon ist das hier wesentlich luftiger, freier und ja, wesentlich besser. Hier auch nochmal so ein kleines Beispiel. Ja, die sind noch viel kleiner, unterentwickelter, haben weniger Sonnenlicht abbekommen, also auch das Blatt hier muss weichen. Ja, das ist eine wichtige Pflegemaßnahme, die man dann im Hochsommer machen soll, sprich im Juli. Dann kann man im August, September rum dann schöne Weintrauben ernten. Ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann.